Wir haben heute aber was richtig Cooles hier, oder? Ja, ich habe dir was mitgebracht und du bist ja zufällig an der Autobahn vorbeigefahren. Und deswegen, ja, was gucken wir uns halt Für an? sowas halte ich Ram. tatsächlich an. Ja. Ein Dodge Ram, ein absoluter Exot hier in Deutschland. Bist du schon mal ein USK gefahren, so ein Ja. richtiges, großes Pickup-USK? Nee, kein Pickup, aber Cadillac Escalade bin ich natürlich Ah. gefahren. Perlweiß mit 22 Zoll Chromfelgen. War cool. Und der war Okay. noch ein Tick cooler, weil der hatte ausfahrbare Trittbretter an der Okay. Seite. Der hat ja feste. Aber die sind auch schön benutzbar. Du kannst dich wirklich draufstellen, da knickt auch nichts ab, ist top. Ja, knickt nichts ab. Toll. Ja, ich hab's nicht so erwartet, aber alles Ist ja auch keine China-Qualität, nach einer sondern Woche alles noch dran. US-Qualität. Ja, US-Qualität. ist ja auch nicht gerade besser. Ja, doch, doch. Viel besser. Aber schon mächtig. Schon. Ja. Richtig cool. Wir haben hier V8 Hemi, ne? 5,7 Da steht es Liter. auch nochmal. V8 Hemi 5,7, genau. 5,7. Da ist jeder Öko-Freund sauer auf uns, wenn wir jetzt hier ordentlich. Ist so, aber wir müssen es halt auch mal ausprobieren. Ne? Ja. 8 Zylinder, etwas mehr als 400 PS. 401 PS. Da geht was. Genau, mit der Achtgang-Automatik Aha. aus dem Konzern halt quasi. Ja. Die ist ganz nett. Und jetzt Ja. fährst du gleich zum ersten Mal. Aha. Okay, Fahren bin wir ich mal eine gespannt. Runde Bin ich und gespannt. geben richtig. Freue mich schon richtig drauf. Das ist schon cool, wenn man hier so stehen. Allein das Einsteigen ist halt wie im Truck. Ja, ich halte mich halt auch immer hier fest zum Beispiel, schau. Dann ist es echt authentisch. Ja. So. Ja. Und dann lasse ich mich so reinfallen. Cool. Wie sitzt sich's für dich? Stark. Ähnlich wie im Escalade tatsächlich. Wobei die Motorhaube hat eine andere Form. Und da kannst du damit ein bisschen mehr zielen. Ist auf jeden Fall. Oh, die riesen Außenspiegel. Krass, ne? Und es ist alles so riesig einfach hier. Wahrscheinlich fängt die GoPro gar nicht ein, dass es hier noch eine Scheibe ist. Wahrscheinlich geht er nur bis hier hin, ne? Aber ich Wahrscheinlich. mache jetzt mal das Fenster auf und du startest den Motor. Ja, Oder wollen warte. wir erst noch mal innen gucken, was wir Ja, haben? innen. Ich fand es hier die Ablagen. Ist krank, ne? Da passt ja eigentlich ein ganzes. Und weißt du was? Ist das ein Kühlschrank auch? Nee, ne? Nee, ist nicht kühlbar, das habe ich schon gesehen. Beim Escalade war das ähnlich Okay. groß und es war ein Kühlschrank. Aber wir haben hier die einfachste Trimline. Das ist nämlich die Laramie Ja. Classic. Und das ist die einfachste Trimline. Aber du musst das erlegte Wild eigentlich gar nicht auf die Ladefläche legen. Du kannst auch hier reinpacken, wenn es da reinpasst. Und du kannst hier alles voll mit Eisdinger machen und da Cola Zum kühlen. Beispiel, Ja, wenn du für hier schon dich. zwei Cola-Flaschen drin hast. Und Genau. das finde ich auch cool, wenn ich schon gerade habe hier. Dass du nochmal innerhalb von einer Woche alles voll mit Kram. Und das ist ja Ja. dann ein Handyhalter. Das ist Du sehr sinnvoll wühlst zum ja, Einklemmen. da, Wahnsinn. Toll, Und das ne? ist einfach riesig. Aber das hier, Lenkrad und so, die Knöpfe dahinter und das System ist Jeep. Genauso Ne? Chrysler Jeep Ist ja alles eh Teile. eins. Ja. Ja. Gut, aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf übers Interieur Jetzt zu müssen wir aber hören. ganz leise sein, dass wir den Motor hören. Ganz leise Ganz sein. leise. Dass wir gut hören. Ja, der ist schon ruhig Gar und nicht so sehr krass, bedacht. ne? Ist Okay. gar nicht, aber jetzt, wenn ich ein bisschen Gas gebe, halt, ne? Kannst du mir noch das iPhone geben? Dann filme ich noch mal kurz raus. Hört man es Das besser. ist krass. Ist gut, ne? Ist gut. Also ist auf jeden Fall. Das ist ungewohnt, dass man das. Bei Jaguar ist es ja auch mal so, dass Ich hier kenn's nur von Jaguar. Komisch, waagrecht, ne? genau. Jaguar Land Rover. Aber hier ist es halt senkrecht. So. Oh. Ist das nicht stark? Ja. Es ist unfassbar. Es ist halt ein ja, Truck, ne? Nach rechts bitte. Ein Light Truck. Denk an Bremsweg, das habe ich auch gemerkt auf der Macht. Landstraße. Aber Du das musst. hast du gesagt, dass die Bremse nicht so toll ist. Links, oder? Links dann bitte. Ja, ist Aber es schon. geht. Die Ja, hat einen du warst jetzt super auf Druckpunkt. 40, 50 km/h. Wenn du, ne, auf der Landstraße auf eine Kreuzung zufährst, mit 120 oder 100 vielleicht, dann ist schon sportlich, da musst du schon ein bisschen draufdrücken. Weil du hast wie viel Gewicht Ja. hier zu bewegen? 2,6 Tonnen ungefähr? Zwei, ja, mit Schon alles, wenn hart. alles fahrfertig ist, halt schon Genau, 2,7 so, noch ganz ne? viel Wild hinten drauf, ne? Oder Holz. Oder einfach ein Ganz viel Betonblock, Holz. was du halt auflädst. Ja. Fahr grad aus, genau. Aber es ist schon wahnsinnig cool zu fahren, weil alles so total weich ist. Schon, ne? Total weich, Wir ja. machen nachher auch eine Challenge. Wir fahren dann zurück über Bamberg durch die engen Gassen und gucken mal, wie weit wir Oh durchkommen, bis ja. wir stecken bleiben. Hier, ne? Links, genau, links. Guck mal, bei dem Ford Transit, das ist die hohe Version, über den gucken wir mal nicht drüber. Nee, Aber aber sonst. sonst gibt es eigentlich kein Auto, was höher ist. Also bist du jetzt quasi der King vom Industriegebiet.
King of the Road stark. Ja. Da müsste man auch aufpassen. Guck mal, links im Parkhaus. Geht schon noch wahrscheinlich, ne? Aber viel Platz ist nicht mehr. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie hoch der ist auswendig. Ja, ja, das stimmt. Oh, gerade auch so bei Kindern muss man. Und da schauen wir hier, genau. Das ist nämlich nicht das optimal. Das ist alles nicht einsehbar. Ne? Und gerade mit dem toten Winkel auch. Ne? Du weißt nicht genau, wo das Teil aufhört. Du fährst halt alles über den Haufen. Ne? Ja. Und vor allem, du merkst es nicht. Kieselsteine. Geradeaus weiter, ne? Geradeaus, immer geradeaus. Wir gehen heute nicht einkaufen. Wobei wir genügend Platz hätten auf der Ladefläche. Wir haben neulich Altpapier weggebracht auf der Ladefläche. Geradeaus bitte. Mhm. War aber auch nicht so schlau, weil eigentlich musst du ja ein Netz drüber spannen. Du kannst nicht einfach US-mäßig da was draufschmeißen. Wenn du Altpapier drauf hast, ne? Große das fliegt Paneele, alles weg. Es fliegt dir alles weg. Ja, ja, klar. Aber der kommt immer mit offener Ladefläche hin. Ne? Der kommt immer offen, ja. Also beim Amarok, der kommt ja auch offen zum Beispiel. Der hat ja zumindest Cases. Aber ich glaube, hier ist die Auswahl da nicht so groß. Doch, ich glaube schon, dass die Amis hier auch. Nochmal geradeaus bitte. Ja, aber schon schön, ne? Ja, dieses sachte Blubbern und so, das vermittelt gleich dieses US-amerikanische Lebensgefühl, ne? Auf jeden Fall. Das ist halt echt, echt cool. Und man muss ganz schön viel einschlagen, damit man hier um die Kurve kommt. Ja, genau. Die ist nicht so progressiv, die Lenkung. Nee, ist keine progressiv. Und hier vorne dann links abbiegen. Und das ist alles sehr, sehr weich. Ja, also ich habe halt auch gemerkt, auf der Autobahn bei 170 ist ja Schluss. Nach links abbiegen, nach links. Bei 170, dann ist es schon sehr schwammig, ne? Wenn du da schnell in Autobahnkurven fährst, musst du schon immer konzentriert sein, dass die dir nicht zu stark ins Schwanken gerät. Ja, ja. Na, hier unten, Einrad, ne? Automatisch. Ja. Jetzt hecklastig, nehme ich an. Ja. Differential gesperrt, low und nur Hinterradantrieb kannst du auch auswählen. Aber der Überblick ist toll. Der Überblick ist echt toll. Über alles drüber, ne? Ja. Ist schon auch schön, ne? Mhm. Es ist wirklich nachhaltig überhaupt nicht. Nee, also unnachhaltiger geht's nicht. Unnachhaltiger geht's nicht, genau. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Aber, naja. Gibt ja auch nicht so viele Autos. Weißt du, was das in den USA für ein Auto ist, rechts? Ist das ein normaler Pickup oder ist das schon ein großer Pickup? Das ist ein normaler. Ich dachte, er wäre sogar ein bisschen groß fast für die USA schon. Nee, ist ein normaler Deutschland. Okay. Deswegen hat Ford ja auch die Unterscheidungen, dass sie die großen gar nicht nach Europa bringen. Ne? Okay. Was haben wir, 350. Was haben wir denn bei uns? Den Ranger haben wir bei uns auch, ne? Ja, und wir haben auch über den Münchner Importeur den F51, ne? Ah ja. Aber nicht größer als F150. Okay. Und ich meine, der F150 ist ähnliche Größe natürlich wie der hier, ne? Ähnlich, ja, von den Abmessungen. Kann sein. Ja, ja. Jedenfalls, der hier hat ja, haben wir außen gesehen, die Beklebungen drauf, IC Europe. Das ist ja auch der Importeur, von dem ist auch das Auto aus München. Ja. Die importieren das, da kannst du es kaufen. Die haben auch scheinbar massig Auswahl. Als einziger? Ich habe so verstanden, dass sie als einziger echt importieren. Jetzt? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst Achtung, du dort nicht nur? Sicher. Okay. Nicht ganz sicher, okay. Also sie sind mit Sicherheit der Größte. Ja. Außerdem übernehmen sie ja auch jetzt hier die Pässearbeit, ne, für in dem Land und bieten das ja, ja. aktiv an. Ja. Ja, jetzt haben wir gedacht, wenn wir schon so amerikanisch fahren, was ist noch amerikanischer als den Truck zu waschen, ne? Einfach mal so einen Truck waschen. Kenne ich aus Escalade-Zeiten, weil ich habe den immer von Hand gewaschen dann. Ja, aber da bist du hier 3 Stunden beschäftigt, ne? Ja klar, aber Escalade ja auch. Ja, ja. Aber ich habe es gern gemacht, weil ich den halt so cool fand. Ja, wir sind ja hier in Bamberg, ne? Weil du und kannst hier waren ja viele US-Trucks und deswegen ja, okay. gucken, ob sie ihn waschen. Das ist immer waschanlagen abhängig, ne? Von den Dimensionen. Ja, aber diese Planet Car Wash, die ist bekannt und groß. Und ich glaube, dass da viele Amis, die hier früher waren, stationiert waren, auch ihre Trucks gewaschen haben. Ja. Also ich denke, wenn nicht da, dann nirgends. Wie lange hast du den jetzt hier schon? Eine Woche. Ich meine, was ja immer interessiert, weil ja immer alle sagen, da brauchst du noch eine Tankstelle dazu, ne? Brauchst du, ja. Brauchst du? Ja. Ist nicht inklusive, aber du brauchst eine und musst ständig tanken, weil wir haben gebraucht zwischen 17 und 18 Liter. Ja gut, aber du fährst auch krass, ne, mit deiner Fahrweise. Und was Nee, heute also schon. Also so wie du heute gefahren bist, da hätte ich jetzt gedacht, der verbraucht 30 Liter. Nee, heute bin ich schon sportlicher gefahren, aber sonst sind wir auch normal gefahren. Bitte noch weiter und jetzt zwischen den beiden Carwash-Schildern rechts rein. 170 ist maximal, ne? Ja, bin hier nicht gefahren. Ich bin heute auch nur 150, 60. Wo jetzt geradeaus. Geradeaus rein. Und dann gucken wir, ob sie den waschen. Können auch selbst waschen, ja. Ja, nee, es ist umständlich jetzt, weil dann ist er nicht richtig sauber. Kannst du mal kurz anhalten. Was nehmen wir jetzt? Ah ja, hier ganz normal würde ich, oder? Einfach. Vorwaschen, Schaumwäsche, trocknen. Das Beste. Oder brauchst du intensiv? Einfach.
Aber da haben wir keine Felgen dabei, ne? Ah, nee, da haben wir keine Felgen dabei. Wir brauchen bitte die drei. Oh. Das passt. Intensiv, Vorwaschen, Schaumwäsche, Felgen, HD-Reinigung. Ja. Unterbodenwäsche, Wachs. Wachs brauchen wir doch nicht. Doch, klar. Wir brauchen die drei, es kostet eh das gleiche wie die anderen, das passt schon. Die drei. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich. Oh. In diese schmale Einfahrt, glaubst du, das Ding geht? Wir versuchen es mal. Das ist jetzt für alle eine Challenge, für dich und auch für das Personal. Oh, weil Gott. Ich habe hier schon oft gewaschen und die ist echt bekannt, ne? Weil die haben ganz, ganz viel Textil und gute Waschanlage. Und wenn die ihn nicht waschen, Planet Car Wash in Bamberg, dann wäscht den keiner. Oh je, ich bin jetzt mal gespannt. Hinter uns kommt jetzt ein Auto, das wird immer... Ah, das ist nur ein T-Rock und du siehst ihn gar nicht mehr. Schau mal, ich sehe ihn nicht mal mehr im Rückspiegel. Ich sehe ihn auch nicht. Und vor uns ist ein Makan und wir können über den Makan drüber schauen. Der Makan wirkt winzig, ne? Oh Gott, das passt doch niemals da rein, das Teil. Doch, ich denke schon. Die haben hier bestimmt... Was? Hier wurden schon mehr Trucks gewaschen. Oh, jetzt kommt er schon. Niemals. Geht der nicht? Geht der nicht rein? Ja, echt das nicht? Aber hier waren noch in Bamberg so viele Amerikaner mit den Autos, dachten wir. Hier ist diese Dinge, was hat extra raus, ne? Ja, diese Tittbetter. Und sowieso lasse ich nichts rein. Echt? Ach so. Die ganze Lappen verschmiert, dann kommen 10 Alter hinter die. Aber der ist nicht so schmutzig. Der ist nicht so schmutzig, aber bleibt Wasser drin. Lappen vorne gehen. Ach so. Ach, das mal eher beim Abtrocknen. Aral-Tankstelle oder Jeep-Tankstelle. Ah. Ja. Aber die sind nicht so gut. Die sind nicht, die so, nicht gut. So gut wie ihr, ne? Aber wir fahren zu anderen Textil rüber und fragen dann mal. Tut mir leid. Kannst du einfach so fahren? Ja, mach ich. Fahr vorwärts, genau. Mach ich. Tut mir leid. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Danke, ciao, tschüss, auf Wiedersehen. Nein, das ist ja blöd. Also ich hab's mir doch gedacht, dass das nicht geht. Ich hätte gedacht, die machen es. Fahren wir auch zu anderen Planet oder sagen wir, gegenüber ist die nächste? Fahren wir jetzt Waschanlagen heute ab? Nee, er war halt jetzt echt schmutzig, ne? Ich glaube, er meint mit dem Pickup hinten. Ja, er meint, in der Fläche da bleibt das Wasser. Und dann saugt es die Lappen voll da hinten. Da hat er natürlich total recht. Ne? So, welche meinst du? Geradeaus drüber, geradeaus. Und jetzt schauen wir kurz links rein. Rechts da, diese Lappen, diese gelben Lappen, die saugen sich dann voll. Das ist natürlich scheiße. Wir fahren geradeaus weiter, nicht über den Gehsteig. Ui. Wieso nicht über den Gehsteig? Würde ich nicht machen. Würdest du nicht machen? Weil du nicht merkst, wenn du einen Fußgänger überfährst. Ich würde es aber machen. Und ich will es auch machen. Ja, mach gern. Du bist ja auch der Fahrer, ist ja auch dokumentiert. Sollen wir jetzt bitte rechts abbiegen? Rechts abbiegen. Also vorne an der Kreuzung. Ja. Und danach müssen wir irgendwie zur nächsten Waschanlage rein. Ja, aber als ob die... Aber meinst du, die machen das? Nee. Dann fahren wir erst gar nicht rein. Die ist nämlich noch viel kleiner. Die ist ja, guck mal, wie mini die ist. Okay, dann fahr geradeaus weiter. Und im Gegenverkehr. dann die haben ja auch diese Lappen da am Ende. Ja, das stimmt. Die sagen kannst das ja gleich vergessen. Scheiße, ne? Kannst du nicht waschen. Kommst du mit dem Ding jetzt nicht in der Waschanlage? Bitte rechts abbiegen. Geht noch. Dann fahren wir jetzt ein paar enge Straßen und mal übers Land, kurz will ich noch sagen. Ja, okay. Aber schade, hätten wir gerne sauber gehabt, das Auto, ne? Ja, weil es halt ein bisschen matschig, weil ich schon ein bisschen Offroad gefahren bin. Ja, ja. Und das Chromzeug sollte ja alles glänzen. Das Chrom, ja, blöd. Vor allem sah es halt echt nicht so gut. Und es wäre halt auch so amerikanisch, jetzt das zu waschen, ne? Am Samstag. Wir können es ja selber waschen. Wir können es direkt auf dem Rückweg selber waschen, das stimmt. Was heißt selber waschen? Na, halt in der Waschbox. Das geht natürlich. Da kann ja, das habe ich ja vorhin vorgeschlagen. Ja, aber es ist halt immer nicht so gründlich, weil du hast da halt nicht richtig Druck drauf. Ja, das ist, weil du es nicht kannst. Ich habe sehr lange selbst gewaschen und gewachsen. Ich wasche immer selbst. Ich würde aber kein richtig tolles Auto mit der Waschboxbürste waschen, weil du verkratzt dir den ganzen Lack damit. Nee, kommt drauf an, was für welche und mit welchem Druck du es machst. Darfst ja nicht reiben, das ist ja wie beim Zähneputzen. Ne? Beim Zähneputzen solltest du ja auch nicht. Nur Abstand halten von dir. Nur Abstand. Oh, der schaltet aber früh hoch, runter. Ich weiß nicht, ob die Kamera es einfallen kann, aber Gang auf und runter ist hier, ist total ungewöhnlich. Ne? Ja, das ist blöd. Du kannst ja nicht, das ist komisch, ne? Am Multifunktionslenkrad noch die Gänge schalten. Ja, von den Amis macht das ja keiner. Nee, das ist. Und ich auch nicht, was willst du hier noch beeinflussen? Die wird trotzdem nicht besser. Nee, 8-Gang-Automatik ist es, ne? Geradeaus, genau, ja. Aber wir waren vorhin beim Spritverbrauch, weil ich mich gewundert habe, dass der so viel verbraucht, weil den Cadillac Escalade hatte ich tatsächlich auf deutlich weniger. Ich bin den mit 12, 13 Litern gefahren. Mhm. Und das fand ich okay, weil der hat ja ähnliche Dimensionen, auch ein V8. Ich könnte mir vorstellen, dass der Escalade in Sachen Luftwiderstand besser ist. Ja, das ist richtig, ja. Der ist ein bisschen stromlinienförmiger. Ja. Ja, da hast du recht.
Ja, und ich mag ihn vom Design lieber, weil der schaut moderner aus und frischer. Und der ist jetzt schon echt alt vom, ja, von der Optik. Ne? Klar, das ist halt ein klassischer US-Pickup. Genau, klassischer, richtig brachiales Teil. Aufgeblasen ohne Ende. Ja. Bitte dem Taxi hinterher nach rechts. Ja. Über die Brücke drüber. Genau, die hält das noch aus. Was ist das für eine Brücke? Das ist eine von zahlreichen Brücken Bambergs, die renoviert wurden. Okay, super, super detailliert. Ja, wir machen gleich noch Sightseeing oder Ende. Aber ich habe das Bremsgefühl tatsächlich schlimmer vorgestellt nach deinen Erzählungen. Ich finde es sehr dynamisch auf die Landstraße gefahren. Was heißt sehr dynamisch? Spät gebremst und habe dann gemerkt, das wird oft schon zu knapp am Vorfahrtachtenschild. Hast du den rausgelegt aufs Feld? Nein, aber du hast entsprechend Bremsweg, wenn du voll drauf gehst. Oh, dieses Raumgefühl, ich mag das so total. Hier vorne ist er ja auch sehr übersichtlich, ne? Total. Wenn du bist halt so weit oben, dass dir ein Felsen, der zum Beispiel auf dem Parkplatz liegt zur Abgrenzung, dass der schon zum Verhängnis werden kann, ne? Ja, das stimmt. Auch trotz Rückfahrkamera, da hast du große Seitenflächen, die du nicht einsiehst. Und wir haben hier nicht so intelligente Systeme, wie zum Beispiel bei Volkswagen-Nutzfahrzeugen, ja, wo sie da schon, ja, an der Seite so einen Assistenten haben. Ne? Wird schon reichen, wenn an der Seite ein bisschen Ultraschallsensoren werden. Ja, genau. Das ist nicht so. Oder eine Vogelkamera, ne? An den Spiegelkameras, ja, wo das Bild. Aber ich denke, dass es das gibt hier in der großen Trimline. Wir haben jetzt den allereinfachsten. Ne? Wir haben die Laramie Classic. Meinst du, das gibt's? Ja, ich denke schon. Es gibt ja auch ein fettes Infotainment-System. Da haben die bestimmt auch dran gedacht. An Parkassistenz, glaube ich schon. Also die Leute schauen schon ein bisschen, ne, wenn so ein Monster ankommt. Ja, weil hier in Bamberg waren viele so US-Trucks, aber viele sind nicht mehr da. Und es macht natürlich schon was her. Aber jetzt merken wir, auf dieser ist das Fahrwerk jetzt nicht mein Ding. Ne? Das ist, also es ist extrem weich und komfortabel. Ja, aber die Schwingungen werden trotzdem nach links, bitte, deutlich übertragen hier an den Sitz. Du kommst sofort ins Schwanken auch. Ja, und ich spüre alles und dann spannt sich mein Körper wieder an. Das ist ja dieses ewige Thema, wie man entspannt reist und fährt. Ne? Ja. Wenn die Schwingungen vom Fahrwerk, aus dem Fahrwerk quasi, in den Sitz übertragen werden, wenn das nicht entkoppelt ist. Ja. Und das können die Amis halt irgendwie nicht. Ja, beim Escalade war das aber deutlich besser. Okay. Wirklich. Der hat wahrscheinlich ein teures Fahrwerk gehabt oder einfach eine bessere Abstimmung oder was. Oder hat halt ein Aufpreisfahrwerk. Der hat ja rechts, hinten, bitte. Hat er eine Starrachse, oder? Ich glaube nicht mehr, nach rechts. Der muss eine Starrachse haben, der hat doch keine Einzelradaufhängung, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir uns mal anschauen, sehen wir von außen. Ja, sehen wir. Und hat er hinten Blattfedern? Ja. Ja, oder? Blattfedern. Das glaube ich wirklich nicht, oder? Muss ich mal schauen. Weiß ich auch nicht. Ich habe noch nicht viel Infos dazu. Ja, okay. So ein V8 kann mir niemand sagen, dass es nichts Schönes ist. Und vor allem die Frage ist, ob wir jemals hier noch im übelsten Bamberger Dom, der Fußgängerzone, boah, ist überhaupt schön, noch mit so einem Auto reinfahren dürfen, ne? Ja, ja. Aber nach wieso ist ja kein Diesel? Nach rechts? Nach rechts. Ja, aber trotzdem mal, wegen... Sollen wir hier mal kurz ums Auto gehen? Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Auf dem Platz meine ich hier, auf dem Vorplatz. Das ist doch bestimmt schön. Da ist ein grimmiger Taxifahrer. Ha? Da ist ein grimmiger Taxifahrer. Ja und? Und man darf nicht parken. In der Feuerwehrzufahrt finde ich echt nicht gut. Nee, ich lass die mal vorbei. Wir können ja da drüben hin. Oder? Bis der Taxifahrer kommt, ja. Der Taxifahrer, der hat überhaupt nichts zu sagen, Taxifahrer. Park erstmal ein und überfahr den nicht, den bärtigen Mann. Nein, ich will ihn da einfach hinstellen jetzt. So. Ist doch total schön hier. So, auf das. Wahrscheinlich ist das irgend so ein historisches Kopfsteinpflaster, ne? Ja, mach einfach. Du bist ja der Fahrer, du musst ja auch zahlen. Wieso? Aber hier ist doch kein Verbot, oder nicht? Natürlich, du darfst hier nicht parken. Das ist der Kirchenvorplatz. Hier stehen wir schon ungünstig und sehr, sehr prägnant natürlich jetzt, ne? Ja, aber dann stellen wir uns eben vorne hin da. Du, da vorne ist noch schlechter. Würde ich ehrlich gesagt ungern machen. Wieso? Da ist doch so eingezäunt. Das ist doch cool. So, wer hat Vorfahrt? Mercedes oder Dodge Ram? Fahr da vorne hin, ganz vor. Da ist auch historisch. Hier ist doch gut. Hier, Fußgängerzone Ende. Nicht in die Fußgängerzone. Hä? Da, Fußgängerzone Ende ist besser. Aber da ist es nicht so schön. Und doch, da hast du auch den schönen Blick nämlich da hoch. Guck, da hast du direkt den Blick, also auf die Kirche. Auf den Behindertenparkplatz. Auf den Behindertenparkplatz, genau. So. Am Geldautomaten. Geldautomat, ich fahre jetzt wieder zurück, damit auch der Behindertenparkplatz frei bleibt. Jetzt sind wir ganz konform hier stehen. Auf der falschen Seite zwar, aber das macht jetzt nichts. Komm, lass mal kurz ums Auto gehen.
Oh, ist das eine krasse Höhe hier. Kann man den aufmachen hier hinten? Verdammt, ob du ihn aufkriegst. Nein, nee, von außen. Ja, aber da war gerade noch Licht an. Hier haben wir schönes LED-Licht, ne? Ja, das geht aber aus nach ein paar Minuten. Aber wo geht der auf? Ah, da oben, hier, guck mal. Wunderbar. So einfach geht's. Und schau mal, da hast du sogar... Weißt du, was ich immer liebe, wenn man sich dann so hier draufsetzt? Und da hast du sogar verschieden große Becherhalter. Ja, ja. Becher. Geil, ne? Die ist gar nicht so schwer. Schön. Nee, ist nicht so schwer. Die ist leicht. Die geht beim Amarok auch nicht. Wie groß ist denn die? Gibt es da verschiedene Höhen und Breiten und Längen? Nee, ne? Du kannst dir auch Wasser einlassen. Und einen richtigen Pool machen. Und richtigen Pool machen. Ja. Hammer. Das stimmt. Ist gut, ne? Stark. Wow. Gott, weißt du, was gefährlich ist, wenn du parkst? Das kann dir auch zum Verhängnis werden. Ja, ne? Ja. Aber die lässt sich abnehmen, oder? Ja, aber wegschrauben. Ja. Nicht wegklappen. Ja. Das ist das Problem. Jetzt gucken wir mal, ob da... Ja, doch, guck mal, da unten. Sind das Blattfedern? Nee, sind keine. Nee, sind's nicht. Keine Blattfedern? Nee, sind's nicht. Jetzt ist eh gelaufen. Nee, ich glaube, der sieht dich nicht. Der sieht mich schon. Ja, und ansonsten, gibt's den als Doppelkabine und als Einzelkabine? Nein, nur als Doppelkabine. Nur als Doppelkabine? Ausschließlich Double Cap, ja. Ah, okay. Und hier, was bist du jetzt so unentspannt wieder? Bist so unentspannt. Und die Felgen sind die. Die sind optional. Du kannst jetzt nicht mit der. Oh. Die sind nicht optional, das sind die Serienfelgen. Echt? Ja. Geht's dann noch größer? Weil der Escalade, der hat ja auch größere. Das ist die einfachste Trimline. Okay. Ja. Na gut. Tankdeckel. Ja, guck mal, das wäre uns nicht passiert, wenn wir da vorne gestanden hätten. Ja, dann musst du wieder raus, fahr nicht ich. Komm, wir steigen wieder. Okay, fahren wir weiter, glaube ich, auch ist besser. Oh, das ist immer sehr provokativ in so einer Stadt. Wie unentspannt bist du denn? Nee, das ist einfach nur asozial. Das ist auch doof, wenn einer das Video bei dir guckt. Wir haben unser Schlüssel. Wieso ist es asozial? Ja, weil das ist wie die alten Motorjournalisten beim Einsteigen in der Business Class. Das kommt immer komisch. Wieso? Weil du bewusst ans maximalste Dings gehst. Da ist eine Treppe, das geht nicht. Lass die Treppen hochfahren. Mach das ruhig. Der Taxifahrer ist halt so provokativ gewesen, der Junge. Ich dachte, der kommt jetzt raus. Der hätte auch vorne stehen bleiben können. So oft, dass du kein Kind überfährst. Merke ich ja eh nicht. Zum Glück fahre ich jetzt nicht. Ist dir das unangenehm, Matthias? Ja, ist mir schon unangenehm. Das ist sehr provokativ und das kann richtig schief gehen in Bamberg und Bayreuth. Das ist nicht wie in Hamburg, wo du mit dem Dodge Ram überall drauf fahren kannst. Ja, ich fahre links weiter. Das ist ein bisschen unangenehm mit dir, aber wir haben dafür. Du bist immer so unentspannt. Wir haben jetzt nicht mal die Sehenswürdigkeit gesehen. Nee. Die Kamera hat es aufgefangen. Durch diese dreckigen Fensterscheiben. Ich wäre tatsächlich noch ein bisschen länger ums Auto gegangen, lieber. Wäre mir lieber gewesen. Aber das ist doch unentspannt, wenn das Taxi so dran fährt, siehst du gar nichts mehr. Das interessiert auch keinen. Was ist denn jetzt für eine Sehenswürdigkeit da? Anja, was ist das? Schön. Und wie heißt das, der Innenhof da? Wir können mal die Kette wegmachen und in den Innenhof reinfahren. Mach, ja, klar. Das ist überhaupt, du kannst einfach durchfahren, du musst nicht wegmachen vorher. Voll schön. Aber ich spüre halt in der Lenkung vom Kopfsteinpflaster gar nichts. Guck mal, der macht freiwillig Platz. Wir können noch gerade ausfahren, dann kannst du noch einen Bordstein hochfahren. Ganz ehrlich, dir ist es unangenehm, mit so einem Auto zu fahren, aber du fährst tatsächlich so ein Auto hier. Nein, ich liebe das Auto. Ich liebe das Auto, aber ich kann mich nicht provokativ an einzigen Spot stellen, wo ich alle behindere. Wir haben überhaupt niemanden behindert. Wir fahren noch weiter enge Straßen, dann kannst du mal einen Bordstein hochfahren. Die haben alle Füße, ich will keinen Bordstein doch hochfahren. Doch, fahr gerade aus. Das ist ja lächerlich. Mit dem Auto muss man richtig... Einfach gerade aus. Tja. Cool. Hat aber keiner gehört jetzt, ne? Nein. Ach komm, immer so regelkonform ist auch nicht das große Ding. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht damit. Ich auch. Ja. Ich mach's trotzdem. Mhm. Ich habe immer schlechte Erfahrungen zu was gemacht. Aber ich bin nicht lernfähig. Das ist das Problem. Ach, deswegen? Okay. Ja. Ich kenne meine Probleme, ich bin nicht lernfähig. Und wenn ich schon mal so ein Auto habe.
Aber gestern auf der dann Autobahn. Dann werde ich automatisch zum Prolo. Aber gestern auf der Autobahn bist du immer 5 km/h unter Limit gefahren, ne? Nein, das stimmt. Doch, doch, da warst du ja langsam unterwegs. Ja, ich habe ja auch einen Passat gefahren gestern. Ja, ja. Und aber kein der Dodge Ram. Ja, ja, klar. Passat ist eine andere Sache, da bin ich seriös. Okay. In so einem Auto. Völlig verständlich. In so einem Auto, Auto kann ich einfach nicht seriös sein. Ja. Wie willst du, also ich verstehe dich auch nicht, wieso da. Geradeaus? Du bist immer so geradlinig. Ja. Tut dem nicht gut. Das ist das, was die Automotiv-Zuschauer interessiert. Deswegen hast du so viele Aufrufe. ja, danke. Ich bin ja Newcomer. Geradeaus, da geht's nicht weit. Newcomer, die schlagen sich noch wacker. Mhm. Ja. Aber war schön, die Führung. War top jetzt, wir haben, ne? Wir haben viel gesehen. Hast du eine Sehenswürdigkeit gesehen? Toll. Wir sind einmal in die Gasse konnten gefahren und rückwärts raus. Okay. Und cool. Du hast mir untersagt, uns vor die Sehenswürdigkeit zu stellen. Das wäre das Einzige gewesen, was vielleicht noch halbwegs schön ausgesehen hätte. Mhm. Wir haben kein Foto gemacht, oder? Noch nicht mal ein Foto gemacht. Wir haben einfach nichts gemacht. Was? Scheibe wischen? Ja. Wie geht das denn? Versuch mal, ob du drauf kommst. Das ist die Einhebelbedienung von Chrysler. Die Einhebelbedienung? Ja klar, die haben ja, du hast rechts keinen Hebel. Links also ist ziehen Blinker. Geht schon nicht, weil das ist Lichthupe, ne? Nee, ziehen auf jeden Fall nicht. Das ist Blinken? Es ist eine Funktion mehr, als du normalerweise hast. Ah, drücken, ah, ich weiß ja, doch. Wie bei Mercedes. Ah, so wie bei Mercedes. So, ja, das ist die Scheibe von innen total schmutzig, weil das Auto vorher bei einem Offroad-Drive war. Einsatz war. Und da kam der Sand scheinbar irgendwie von innen an die Scheibe. Ja, die Dichtungen hier sind nicht gut. Ja, oder was auch immer da passiert ist. Ja. Trotz Wischen wurde es nicht besser. Ja, aber jetzt ist es doch einigermaßen klar. Jetzt ist es besser. Ja, ja. Okay, das ist doch toll. Nimmst du auch mal auf deinen Ton? Läuft das überhaupt noch? Freue ich mich richtig? Ja, ja, läuft der, ja. So, jetzt geht's bergab. Jetzt schalte ich mal in einen anderen Gang. Jetzt schalte ich mal runter. Motorbremse. Ich finde, das macht es aber noch schlimmer, wenn du manuell schaltest, oder? Wieso? Ja, die, muss ich nicht die bremsen. Achtgang-Automatik ist eh nicht so geil. Wir haben ja keinen Bremsstaub auf den Bremsen. Das ist gut. Mal, wir fahren jetzt trotzdem noch zum Waschen gleich. Wir fahren jetzt hier quasi ohne Brems, einen mechanischen Bremser. Teilautomatik, ne? Sondern nur mit Motorbremse. Ja, toll. Motorreport. Nur mit Motorbremse. Motorreport. Mit Motorreport, ja. Mach halt Werbung noch für dich selbst. Guck, der ist auch winzig natürlich. Sieht cool ja, aus, ja. Ne? Der ja, Kodiak, ja, aber gut aus. Kein Vergleich. Nee, kein Vergleich. Aber dieses Geschüttel geht mir tatsächlich auf den Keks irgendwann. Das war im Cadillac, das Fahrwerk war im Cadillac deutlich besser, es war strammer. Ja, ja. Und du hast auch, guck mal, wenn ich hier lenke, das schüttelt dich da rum wie. Da fällt die Ladung gleich runter, das stimmt, ja. Oder bis vorne irgendwas bricht. Es ist ein Aufgeschaukel hier, das ist unglaublich. Und wenn du da nicht so ruhig fährst, so wie du vorhin, der dann immer so rumeiert. Bin ich so stark geeiert tatsächlich? Dann wird dir schlecht. Okay. Und dann wird mir auch schlecht. Nee, mir wird nicht schlecht, überhaupt nicht. Dir wird dann auch schlecht. Nee, musst du schon sehr empfindlich sein. Ich bin auch sehr empfindlich. So, wo fahren wir jetzt hin? Immer geradeaus. Jetzt kommt noch die Überland-Etappe. Immer geradeaus, die Überland-Etappe. Genau. Und dann zur SB-Waschbox. Mhm. Verstehe. So ist er eigentlich erstaunlich ruhig, ne? So ist er nicht so. Ja, ist trotzdem ein tolles Fahren. Also, toll. Macht echt Spaß. Und ja, einfach so zum coolen Cruisen. Ich kann mich erinnern, in Mexiko, wo mein Onkel auch ein Haus hatte, da hatten wir so einen alten Dodge Ram, so einen ganz alten. Mhm. Mit so zwei Tanks hinten, musste schön zwei getrennt mal einfüllen. Und der ist auch so unglaublich. Da haben Termiten schon drin gewohnt und so, aber der ist so unglaublich abgegangen. Der hatte irgendwie auch 450 PS und so, aber der war viel leichter, es war ein kleinerer und so und auch tiefer gelegt bis hin. Und da dachte ich, so ein Ram ist Hammer. Ich glaube, es war ein Ram. Ich glaube, irgendwie sowas. Nee, das ist zumindest ein alter Dodge. Schön, das mal auszuprobieren. Trotzdem, wie gesagt, wenn du hier zu viert verreisen willst zum Beispiel, ne, wo packst du das Gepäck hin, wenn du nicht gerade ein ja, Case zur Hand hast? Du brauchst einen Case. Ja, aber das ist hier noch nie ganz dicht und so, ne? Auch so ein Ding. Du bist auch nicht ganz dicht. Ich bin auch nicht ganz dicht, ja. Aber diese Cases sind noch wesentlich undichter. Noch wesentlich undichter? Ja, tatsächlich so. Auch beim Amarok war das auch so, ne? Beim Amarok kann ich mir nicht vorstellen, dass es undicht ist. Da stand Wasser drin. Wenn da Schnee drauf liegt und der taut früh weg, dann hast du das Wasser innen drin. Echt? Natürlich, das ist nicht zu 100% dicht. Also wie war das? Das ist so ein Amarok-Oman-Tour, ne? Ja, das ist ja hier nochmal verlinkt. Thank you.
Belgien hat es aber nicht geregnet. Das ist der Unterschied. In Deutschland regnet es. Ach so. Das ist Regen, Wasser ist was anderes. Aber wenn es undicht gewesen wäre, wäre ja auch in der Wüste Sand reingekommen hinten. Kam aber nicht. Ja, wie, es geht um Tauwasser. Um Tauwasser? Oben rechts verlinkt. Aha. Mein Video ist im Amarok, das sieht man so. Okay, jetzt haben wir alle Videos hier verlinkt. Gut, dass ich das die Verlinkhoheit über dieses Video das Top, das hochwertigste Case. Okay, also jetzt fahren wir nach rechts, um ein bisschen nach links und dann nach rechts, genau. Nach links und dann nach rechts. Genau, richtig. Erstmal kann man jetzt hier mal ein bisschen Gas geben? Weil mich interessiert es tatsächlich, wie der auf Überland mit der Autobahn ist. Autobahn ist schlecht. Autobahn ist schlecht, aber Überland können wir schon mal. Überland kann ich dir anbieten. Überland können wir schon mal machen. Autobahn wäre der Umweg zu groß. Was haben wir denn noch hier an Bord? Die US-Steckdose. Hier. US-Steckdose. Ein freundliches Gesicht. In Deutschland, ne? Genau. Ja, das ist natürlich. Ablagen, die tief sind und keiner weiß, was man eigentlich reinlegt. Hier auch nochmal Ablagen. Ist das? Für Stecker oder was? Hier nochmal ein Handbuch. Ein Handbuch, ausgedruckt. Ein Handschuhfach. Ich kann das nochmal aus der Nähe zeigen. Ja, genau. Ein Handschuhfach, okay, ja. Heute geht's weiter. Und verschiedene, ja, Luft, Sitzlüftung, Sitzheizung. Aha. So, jetzt gehe ich dann vorbei. Versuch das. Hört man natürlich sofort, dass es ein V8 ist und weil er auch so laufruhig ist, ist das echt schön, ne? Ja, ja. Das stimmt. Toll. Was brauchst du gerade? Siehst du es? Ich brauche aktuell gerade 0, 3 Liter, 2 Liter. Nein, im Durchschnitt 18,8. Auch bitte rechts abbiegen, vorne, dann nächste rechts. Ja, 18,8 Liter. Aber jetzt spare ich mal ein bisschen. Ich lasse einfach nur rollen. Wenn er nämlich rollt, dann verbraucht er immer noch 2 Liter. Hat er keine Abschaltung? Die Hemi-Motoren haben keine Zylinderabschaltung. Nee, das ist ja auch im Prinzip, soweit ich weiß, ein alter Motor, ne? Und Schub Umkehr? Also wenn er im Schubbetrieb ist, ich dachte, dann verbrauchen solche Motoren immer null. Hätte ich auch gedacht. Oder ist die Anzeige einfach nicht ganz richtig, ne? Ja, vielleicht ist die Anzeige auch nicht ganz richtig. Aber das, aktuell Verbrauch ist ja auch Quatsch. Ja, gucke ich eh nicht drauf. Es geht immer um Schritt. Kannst du auch den kannst du dir alle paar Tage zurücksetzen, ne? Und dann hast du einen ungefähren Wert. Ja. Aber hier ist 100 übrigens. Hier ist 100? Ja. Aber naja, jetzt ist gleich 70. Jetzt ist wieder 70? Ja, warst zu langsam. Ich war zu langsam. Ja, der braucht aber auch bitte. Nee, du bist 40 gefahren, fast schon. 40? Du warst zu langsam. Ich war zu langsam. Ja, okay. Aber das ist jetzt sein Gebiet hier, ne? Das sind diese... Typisch auch wie in Amerika, gut, in Amerika sind sie breiter. Ja, aber halt immer geradeaus. Aber immer geradeaus und schön gechillt hier rumdampfen. Das ist schon cool. Das ist gut. Wenn man so hoch sitzt und die Landschaft so an einem vorbeifliegt. Ist das Auto recht zu rechtfertigen irgendwie noch? Ja, schon. Weil es halt fürs Ego und für die eigene Reisebedürfnisse ist es toll. Ja, oder wenn du tatsächlich irgendwas aufladen willst, ne? Das kann schon auch sein, wenn du sagst, du bist im Baugewerbe und schmeißt du was drauf. Ja, aber dann kannst du trotzdem Amarok nehmen. Ja, aber wir wissen den Preisunterschied nicht genau, ne? Aktuell. Nee, wir wissen den Verbrauchsunterschied aber. Ja, das schon. Vom Amarok 2 Liter Diesel. 3 Liter Diesel. Ja, der würde mir aber auch reichen. Ja, der ist gut. Ja. 258 PS und nee, 272, ne? Die Top-Variante. Genau. Dann was hat der? Auch eine 8-Gang-Automatik, ne? Wandler. Viel Drehmoment. Ja. Der Verkehr kommt gerade zum Erliegen, glaube ich. Ja. Ist was kaputt? Wahrscheinlich, ja. Der Warnblinkanlage, der ist stehen geblieben. Du fährst zu langsam, guck. Danke. Das blinkt schon grün. Ja, ich achte immer auf Kinder. Mhm. Wenn ein Kind angezeigt ist, hier wohnen keine ganz Kinder mehr. Langsam. Hier wohnen keine Kinder mehr. Nee, das mehr. Dorf ist leer. Das Dorf ist leer. Keine Angst. Okay. Das hast du extra errichten lassen für das Video. Das ist extra eine Kulisse, ja. Extra eine Kulisse, wir fahren durch die Kulisse. Typisch fränkische Kulisse. Schön. Und jetzt? Die nächste links, bitte. So ein bisschen Kurven und so gibt es hier nicht. Es kommen jetzt schon ein paar Kurven. Boah, jetzt neigt er sich. Oh, ja, das ist natürlich ein krass, Fuck. Ne? Das ist ein schon heftig. Fuck. Was hat er von 0 auf 100? Keine Ahnung, müssen wir stoppen. Ja, wenn wir das jetzt stoppen von Hand, dann kommen wieder die Kommentare zurecht. Von Hand kann man nicht stoppen. Das interessiert, glaube ich, keinen, wann er wieder beschleunigt. Aber ich würde mal schätzen, dass es vielleicht so, vielleicht so 9 Sekunden sind. Nee. 8 Sekunden? Schneller. Weißt du, schneller? Ich glaube, schneller. Der hat schon Power. Ja. Geht schon ganz schön. Also Drehmoment
von wie viel? Keine Ahnung. Steht noch nicht mal auf dem Datenblatt, steht nicht mal was auf dem da Datenblatt, nee, mitgeliefert wurde. Die Information ist sehr, sehr dünn. Da müssen wir nochmal Journalismus investigativ nachforschen. Das wirst du alles einblenden, sicherlich, oder? Ja, ja, werde ich alles einblenden. Ich werde mir die Mühe machen. Alles raus recherchieren, genau. Das Auto nochmal konfigurieren. Für diese Mega-Zuschauerzahlen, die hier entstehen. Ja, ja. Gerade bei dem Video. Ne? Gerade bei dem Video. Das Modell ist extrem nachgefragt, ja, in Deutschland. Wie ist eigentlich die Stückzahl? Auch das wissen wir nicht, ne? Nee, wissen wir nicht. Gefühlte 5 Fahrzeuge im Jahr. In Deutschland? In Deutschland. Ich denke, 15 sind schon. Also Neufahrzeuge meine ich natürlich. 15 Neufahrzeuge. 15 Neufahrzeuge im Jahr. Ich weiß auch gar nicht, wie man so ein Auto zugelassen bekommt. Noch in dieser heutigen Zeit. Das ist die Frage, ja. Der hat ja Euro 6D Temp sicherlich nicht. Nein. Ich kann mal gucken, ob hier irgendwas draufsteht. Nee, nee, der hat kein Euro 6D Temp. Aber das läuft wahrscheinlich so über Importauto und Kleinserie. Wobei Kleinserie. Euro 6. Ist Euro 6. Euro 6. Ja, Euro 6. Ja, ja. Euro 6. Ja, Effizienzklasse G. Ja, aber Euro 6 ist ja 2015 oder 2014. Aber er hat es immerhin gehabt, Euro 6. Ja, aber das ist 4 Jahre alt. Jetzt, ja, haben wir ja mittlerweile Euro 6D Temp. Wir hatten Euro 6C. Ja, das ist klar. Ja, ja, klar. Ja, ja. Logisch. Und irgendwann haben wir Euro 6D, da fällt er dann auch. Verbrauch ist aber angegeben, das ist interessant, kombiniert mit 12 Litern. Okay, passt. Also 13 Liter, 12,8. 13 Liter, ich habe 18,8 jetzt. Aber gut, wenn wir nur Gas geben. Das ist die typische Abweichung. Du kriegst ihn trotzdem nicht anders gefahren. Wir sind ja auch schon sanfter gefahren. Der kommt nicht unter 17. Aber es ist gerade auf der Gegenfahrbahn, das weißt du, ne? Wir fahren rechts in Deutschland. Ein bisschen rumgeeier. Wir fahren rechts in Deutschland. Das ist hier ist tatsächlich Rechtsverkehr. Danke, dass also du nicht das wundern, sagst. Weil in Amerika ist ja auch Rechtsverkehr. Also nicht. Ach so, deswegen. Ja. Geht ja auch bei Linksverkehr eigentlich? Ja, wenn du umbauen lässt, natürlich. Ja. Nein, aber ich finde die Lenkung wirklich, die könnte echt präzise sein. Die war bei Cadillac wirklich deutlich präziser. Das ist ein großes Problem, das stimmt. Das wird mich, ja, extrem stören. Mich auch. Also auf Dauer geht mir das auf die Nerven. Die 8 HP90 ist es übrigens für echte Fans, die auf die Information warten, die Automatik, ne? 8 HP. Die 8 HP90. Es gibt ja von diese verschiedenen Automatiken, der freut sich auch. Okay. Ja, auf jeden Fall. Hat auch gedacht, Herr Eber. Das fällt ja alles auf München zurück, weil es ja Münchner Kennzeichen hat. Ja, ja, eben. Hochleistungsstoßdämpfer. Hochleistungsstoßdämpfer? Ja. Hochleistungsstoßdämpfer. Von wem? Steht das da dran? Nee, aber dieses 8HP90 ist die ZF natürlich, ne? ZF Automatik, ja, ja, und die heißen alle 8HP und dann kommt noch eine Zahl dazu. Ah, wunderbar. Nein, aber zum Cruisen natürlich wunderbar. Oder wenn du hier die Boote ziehst, deine Yacht zum Beispiel, ne? Genau, die haben wir auch schon dran gehabt. Das geht auch wirklich gut. Oder mein Segelflugzeug. Ja. Oder beides quasi in Reihe gehängt. Beides hinten, genau, in Reihe geschaltet. Der kann tatsächlich 3,5 Tonnen ziehen, wenn du ihn dafür bestellst, also auslegst. Musst du extra bestellen, aber 3,5 Tonnen gehen dann. Aber ist auch nicht so krass, weil nee, Cayenne, also für, Cayenne kann 3,5 genau. Tonnen auch ziehen. Ja, das stimmt. Ja. Ich gehe jetzt nochmal aufs Gas. Auf. Ja. Und? Boah, so unten rum aus dem ersten Gang. Hammer, oder? Das ist schon krass. Das sind niemals 9 Sekunden, das ist schneller. Ja, glaube ich. Das ist krass. Glaube ich mittlerweile auch, das stimmt. Das ist richtig krass. Das ist schon geil. Da geht der, das Drehmoment, ja, halt, Fuß, ne? Ja. V8, ich schätze, der hat so 600 Newton, 550, 600 Newtonmeter wird er schon haben. Ja. Reiner Saugmotor. Fühlt sich schon krass an. Reiner Saugmotor. Ja, geht direkt aus dem ersten Gang weg. Ja. Hammer. Schön, ja. Klar, Sperre hast du ja vorhin schon erzählt, ne? Vor wie die Lok. Genau, die Sperre ansonsten ist halt drin. Ganz normal altert. Wieso steht es zweimal da? Vor wie die Lok. Lok und Load, also das Geländeuntersetzung. Ah, ja, ja. Kann ich so gut lesen. Achso, gut, ja. Das ist ein W tatsächlich. Ja. Und das andere ist CK. Okay. Da ist der Unterschied. Was haben wir noch? Sitzbelüftung, Sitzheizung, Lenkradheizung haben wir alles an Bord. Ja, Amis wollen das. Und vor allem, was witzig ist, Lenkradheizung, ne? Wenn du die anmachst bei minus 5 Grad und du drückst den Knopf, nach 10 Sekunden ist die Lenkrad heiß, ne? Das, ja, ist alles, okay, auf maximale, krass, Leistung ausgelegt. Ja, ja. So, hier ganz kurze Fahrt, Dodge Ram, V8 Hemi-Motor hier unter dieser riesen Haube. Alles Chrom, 5,7 Liter, reiner Saugmotor, das gibt es nur noch in den USA, aber hier auch durch den Importeur AEC, der da hinten steht. Als mehr oder weniger einziger Importeur, der dieses Auto
hier anbietet auf dem deutschen Markt. Immer als Doppelkabine und hinten richtig krasse Laderampe. Tatsächlich war vom Fahreindruck der Cadillac Escalade ein bisschen moderner und hat ein bisschen mehr Direktheit in der Lenkung vermittelt. Auch das Fahrwerk war krasser. Schöner abgestimmt, deutlich fester abgestimmt beim Cadillac. Aber das ist einfach witzig. Das ist ein typischer Amerikaner Allradantrieb, 2,8 Tonnen schwer. Richtiges monströses Teil mit einem riesen Kühlergrill. Also ja, schon cool.